Sportnoten sind so unfair. Außerdem habe ich meine Sportsachen vergessen. Zieh dich erstmal um und dann reden wir weiter. Hey, warum läufst du nicht? Wenn sie mich irgendwann mal laufen sehen, dann laufen sie besser auch, denn dann ist irgendwas Gefährliches hinter mir her. Oder es gibt irgendwo umsonst Kuchen. Wenn Faulheit eine olympische Disziplin wäre, wärst du Vierter, oder? Wieso? Damit du nicht aufs Podest steigen musst. Warum sind sie eigentlich Sportlehrer geworden? Weil es den Beruf des Folterknechts nicht mehr gibt. Ruhe oder wir machen den Übungen. Das heißt die Übung. Wenn du noch dumme Sprüche reißen kannst, bist du wohl noch nicht genug gelaufen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht, wohnt in der Ich-Will-Nicht-Allee. Los, verdien dir deine 4. Wieso kriege ich nur eine 4? Du hast dich beim 100-Meter-Lauf verlaufen. Noten im Sport sind wirklich unfair. Wieso? Bei ihm ist es doch ein Wunder, dass ihn sein muskulöser Körper überhaupt aufrechthalten kann. Und der soll dieselben Sachen machen wie der Paul? Paul muss ja auch dieselbe Mathe-Klausur schreiben, obwohl jeder Orangensaft konzentrierter ist als er. Genau. Hey, ich bin nicht dumm. Nein, du hast nur Pech beim Denken. Egal, ich werde später mal E-Sportlehrer, so wie sie. Den ganzen Tag in Jogginghose und Streber quälen. Genau mein Ding.